Hier geht's ja noch. Wir befinden uns auf der L27, Ortsdurchfahrt Kaseko. Und gleich sehen wir den Grund für die heutige Demonstration und Straßenblockade. Wir sehen jetzt hier einen Bereich, in dem mehrere Gebäude schon abgerissen wurden. Dieser Bereich steht bei Regen oder ähnlichem Wetter vollständig unter Wasser. Und man merkt an der Kameraführung, es ist ein katastrophaler Straßenzustand. Gerade auch, wenn häufig landwirtschaftliche Fahrzeuge hier diesen Bereich befahren, ist das Ganze ein großes Problem. Deswegen soll heute hier demonstriert werden, um das Land Brandenburg dazu zu bewegen, die Straße auszubauen. Auch der Bereich, in den wir jetzt fahren, ist angeblich eine Landesstraße. Man sieht auch hier, dass der Zustand, um es vorsichtig zu sagen, eher unterdurchschnittlich ist. Der vormalige Verkehrsminister Reinhard Dellmann hat den Bürgern von Kaseko öffentlich versprochen, dass das Land den Straßenausbau auf beiden Straßen hier durchführen wird. Geschehen ist seitdem nichts. Ein kleines Interview. Was ist der Zweck der heutigen Aktion und warum sehen Sie sich gezwungen, einen derartig quasi drastischen Eingriff sozusagen in den Straßenverkehr vorzunehmen? Ja, seit 92 kämpft ja die Gemeinde Kaseko schon darum, dass die Landesstraßen, die L272 und die L27 gemacht werden, weil der Straßenzustand ist dermaßen marode, dass es überhaupt nicht mehr tragbar ist. Wir haben schon alles Mögliche in die Wege geleitet. Alles, was die Gemeinde machen sollte, haben wir getan. Wir sind stark in Vorleistung gegangen. Wir haben rund 100.000 Euro in die Begradigung, in den Platz gesteckt, private, unsere Sponsoren, die Betriebe. All das hat nichts genützt. Dann gab es das Versprechen des Ministers, dass wir anfangen, in 6 Bauetappen zu bauen. In diesem Jahr sollte die Straße fertig werden. Nichts ist geschehen. Jetzt heißt es vom neuen Minister, es ist kein Geld da. Und das wollen wir uns einfach nicht gefallen lassen. Und jetzt ist das eine weitere Maßnahme, um sehr drastisch auf uns aufmerksam zu machen und zu sagen, wir wollen endlich, dass das Land seine Pflichtaufgabe erfüllt und die Landesstraße baut. Dankeschön. Und wo hören wir Kaseko? Wo hören wir Kaseko jetzt? Ja. Liebe Bürger von Kaseko, liebe Bürger der Gemeinde Kaseko, liebe Schüler, wir haben uns heute hier versammelt, um einmal sehr deutlich allen bewusst zu machen und ganz besonders
denjenigen, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Straßen hier nicht gebaut werden. Das heißt, eigentlich sind es nicht unsere Straßen, sondern zwei Landesstraßen führen durch Kasekow. Und das Land soll endlich seine Pflicht tun und soll seine Straßen bauen. Die Gemeinde hat das auch getan. Ich bedanke mich für eure Beteiligung und bitte euch nachher auch noch einmal mit in Richtung Dorf zu gehen, dort, wo die Straße am allerschlimmsten ist, Mehrzweckgebäude ein Stückchen dahinter. Ja, wir wollen ja vor allem eigentlich nicht an unsere Bürger appellieren, denn unsere Bürger und auch wir als Gemeindevertretung, wir kennen ja den Zustand unserer Straßen, wir müssen alle Tage damit leben. Wir wollen ja vor allem an die Politik appellieren, um zu erreichen, dass hier endlich Abhilfe geschaffen wird. Denn wir hatten ja ein Versprechen des Vorgängers, des jetzigen Ministers Vogelsänger, Dillmann damals aus 2009, dass noch in diesem Jahr, also noch in 2009, mit dem Bau der Straßen begonnen wird. Und wir haben ja als Gemeinde da sehr viel dazu getan, um alles, was in unseren Kräften stand, eben vorzubereiten. Kauf und Abriss des Posthauses da, alter Kindergarten, um Baufreiheit zu schaffen. Und nicht nur unsere Bürger haben ja Probleme mit den Straßen, sondern auch die Gewerbetreibenden in Kasekow. Und das sind ja für unseren kleinen Ort mit ca. 700 Einwohnern nicht so ganz wenige. Wir haben 28 angemeldete Gewerbebetriebe in unserer Gemeinde und etwa 250 Beschäftigte, also 250 Arbeitsplätze. Ich denke, auch das dürfte für unsere Politik und unsere Politiker nicht ganz von ohne sein und sollte doch ein bisschen zum Nachdenken anregen, dass es doch wohl endlich mal notwendig ist, an unseren Landesstraßen was zu tun. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns im Wahlkreis des Ministerpräsidenten Platzek befinden. Er hat hier ein Direktmandat geholt bei der letzten Landtagswahl. Und er möge nicht vergessen, dass Kasekow auch zu seinem Wahlkreis gehört. Und er vielleicht auch mal hierher kommt, um sich das anzusehen, wie die Verhältnisse hier sind. Man kann nicht nur Leute herschicken und eine Bestandsaufnahme machen. Man muss auch was verändern. Und diese Veränderung fordere ich von ihm ein. Also ich bin zwar Mitglied im Deutschen Bundestag, aber trotzdem liegt mir Kasekow natürlich sehr am Herzen, weil es in meinem Wahlkreis liegt. Wir haben 2008 mit der Bürgermeisterin schon begonnen, für diese Straße uns einzusetzen. Obwohl es eine Landesstraße ist, ist das aber für mich als Bundespolitiker und Mitglied im Verkehrsausschuss sehr wichtig. Wir haben dann gesagt, wir müssen ans Land herangehen und müssen dafür sorgen, dass diese Straße gemacht wird. 2009 war es dann soweit, dass das Land sich endlich bewegt hat, war hierher gekommen. Und hat dann zum Wahlkampf gesagt, spätestens zur 700-Jahr-Feier ist die Straße gebaut. Und das war ein Versprechen. Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, auch überparteilich, ist das wirklich so, können wir das für verbindlich nehmen. Die Bürgermeisterin hat auch ihr Wort dafür dann mehr oder weniger hingegeben, die Gemeindevertretung. Und dann ist es nicht gebaut worden. Ich habe hier ein Schild gesehen, habt ihr uns vergessen? Nein, wahrscheinlich haben sie uns nur veralbert, denn die haben das zur Wahl gesagt und nicht eingehalten. Und das finde ich unredlich. Wir müssen dafür sorgen, dass die Versprechen auch eingehalten werden. Manchmal ist es schwierig, weil es eben auch haushaltsbedingte Sachen sind. Aber im Bund zum Beispiel hat das Land Brandenburg als schlechtestes Bundesland nur 34% aller baufördernden Maßnahmen für die Straßen abgerufen. Thüringen dagegen 97%. Das Geld steht zur Verfügung. Das Geld steht zur Verfügung und niemand kann sagen, das Geld ist nicht da. Und deswegen muss Brandenburg mit dem Landesstraßenbetrieb als Unterbehörde dafür sorgen, dass geplant wird, dass genügend Mitarbeiter dort eingestellt werden, die dann die Planung voranbringen. Und dann kann es auch gemacht werden. Nur das Geld voranschieben ist einfach nicht die richtige Art und Weise. Wir reden immer davon, dass der ländliche Raum nicht bevölkert wird. Aber wenn hier die Schulen geschlossen werden, die Straßen nicht gebaut werden, dann zieht auch keiner mehr her und die Kinder und die Jugendlichen ziehen weg und da dann eben auch die Leute. Und dann kann man unsere Dörfer einfach nur noch zusammenschieben. Ich finde das den falschen Weg. Wir müssen für unseren ländlichen Raum was tun. Wir haben, Krausch hat es gerade gesagt,
gute gewerbetreibende und mittelständische Betriebe hier und für die müssen wir uns auch einsetzen. Hier stehen viele Kinder, das ist unsere Zukunft, wir wollen hier leben, wir wollen hier arbeiten und deswegen sind Straßen auch ganz wichtig. Ich habe auch ein Schild gesehen, Straßen sind auch unsere Zukunft, wenn Straßen gebaut werden, siedeln sich auch links und rechts davon Häuser an, bleiben Menschen hier, können zur Arbeit pendeln, das ist wichtig. Wir wollen, dass unsere Dörfer und Gemeinden belebt bleiben. Deswegen herzlichen Dank für Ihre Beteiligung. Ich werde es nach wie vor auch mit Gesprächen mit Jörg Vogelsänger, er war ja Parallelberichterstatter in der Großen Koalition als Bundestagsabgeordneter, da hat er eine andere Politik gemacht, jetzt hat er alles vergessen. Ich werde nach wie vor mit ihm im Gespräch bleiben und werde das hier massiv für unsere Gemeinde hier einfordern. Vielen Dank. Ja, bitte. So, mein Name ist Heinz Starke. Und ich habe mit Herrn Behling vor 2 Jahren in Gang gesetzt, dass hier für LKWs Straße durch 30 Kilometer Beschränkung sind. So, wir haben es durchgebracht, mit letztlich Unterstützung auch des Amtes Garz, muss ich dazu sagen. Aber wir haben es angeschoben. So. Ich meine, Sie reden jetzt wahrscheinlich wieder für Ihre Wiederwahl. So seht ihr. Das ist keine Wahl jetzt. Naja, Sie werden aber wieder, nicht? So habe ich das mitbekommen. So, nicht? So, das muss gesagt werden. So, wir haben die Ausschreibung gemacht, ich habe Briefe bekommen vom Straßenverkehrsamt Brandenburg, die habe ich zu Hause liegen. Und steht jetzt wörtlich drin. Ich kann nur eins zitieren. So, das Baugenehmigung, oder wie nennt sie das, das Baugenehmigungsverfahren ist eingeleitet. So, aber 2011 nicht realisierbar. So, und das habe ich auf die Gemeindevertretung vorgelesen. Die waren baff, die wussten nichts von gar nichts. Die wussten nichts. Gar nichts. So. Und dann, danach kam dann, haben sie. Sie hat dann versprochen, in wieder einen Brief, dass die Reduzierung der Geschwindigkeit gewährleistet wird. So, die wurde ja dann noch im vorigen Jahr, das Schild ist da. So, und sie hat dann auch am Telefon, ich habe mit ihr am Telefon gesprochen und sagte, wir werden auch dafür sorgen, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung überprüft wird durch die Polizei. Und das ist bisher nicht einmal erfolgt, obwohl Schule, Kindergarten, alle über diese Straße müssen und an dieser Straße lang. Die LKWs fahren immer wieder, ich meine, das merkt man ungefähr wie viel, ich kann es nicht kontrollieren, 50, 60 ja, 70. Fahren sie lang. Das ja, möchte ich nicht sagen, aber und ich muss sagen, es sind auch einheimische LKW, gerade von der DRG und von Firma Jordan, die diese Geschwindigkeit überschreiten. Und das merkt man. So, und das ist nicht in Ordnung. So, und wenn dann noch gesagt wird, oder ein Aushang, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, es wurde mir gesagt, dass ein Aushang auf der DRG ist, dass die Lkw-Fahrer hauptsächlich durchs Dorf fahren, um die Straße zu praktisch flach zu legen. Und dann, Leute, wo kommen wir denn dahin, wenn, so, wenn Firmenchef sowas macht? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es soll so ein Schreiben gegeben haben. So. Den Leuten oder die jetzt Kinder haben und die fahren jetzt mit dem Kinderwagen, wird es genauso gehen. Bloß der Kinderwagen ist vielleicht etwas leichter, aber das ist eine Zumutung. Und wie wir ja alle wissen, wird die ältere Bevölkerung zunehmen. Dementsprechend müsste ja auch Möglichkeiten geben, dass man vernünftig von einer Straßenseite auf die andere kommt oder zum Konsum hinkommt. Freiwillige Feuerwehr zu haben. Und bei der Abfahrt der Feuerwehr ist es ja immer ein Problem für das Feuerwehrauto, auch ordnungsgemäß runterzukommen, um zum Brandherd dort zu erreichen, sage ich jetzt mal. Und das kann ja auch irgendwo nicht sein, damit man, sag mal, wenn man Hilfe braucht, ein Problem hat, die zu erreichen. Wenn man Angst haben muss, dass man mit dem Feuerwehrauto umkippt, wenn man die Straße runterfährt oder auf die Straße fahren will. Genauso ist die Auffahrt zum Konsum, sag ich mal, die Einkaufsmöglichkeit, die man noch im Ort hat. Es ist auch immer ein Problem, diesen Parkplatz zu erreichen, ohne sich sämtlichste Teile vom Auto abzufahren. Kann alles irgendwo nicht sein, oder? Ja, ja, genau. Genau. Noch ein paar Worte meinerseits. Wir sind der ortsansässige Landwirtschaftsbetrieb
unser Betrieb ist mithin auch ein kleiner Transportbetrieb, der immer durchs Dorf durch muss. Und diese Landesstraßen sehen katastrophal aus. Und wir haben nicht unerhebliche Reparaturen aufzubringen, weil auch die neue moderne Technik das nicht unbedingt gerne hat, durch diese Löcher zu hulpern. Und dann da brechen die Wiegestäbe von unseren Futtermischwagen kaputt und. Und dann möchte ich noch eines sagen. Ich weiß als Gemeindevertreter, dass unsere Bürgermeisterin Frau Oppelt und unser Amtsdirektor Herr Gotzmann bei Herrn Minister Vogelsänger vorstellig geworden sind und das, um das Problem der Landesstraßen und der Sanierung zu erörtern und von ihm eine, sagen wir mal, zumindest eine ordentliche Aussage zu erhalten. Passiert ist Folgendes, dass Sie hingefahren sind, wohl einen Termin erhalten haben. Das erste Wort war, er hat wenig Zeit und er kennt das Problem. Und das nächste Wort war, obwohl Argumente von unseren Vertretern dargelegt wurden, er hat kein Geld und hat sich das 10 Minuten angehört und hat sie regelrecht abgebügelt. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ein Minister eine ordentlich angemeldete Abordnung so abbügelt. Arrogant und überheblich. Das kann nicht sein. Und wir werden uns sicherlich überlegen, ob, wenn die Wahl bevorsteht, und die steht ja bald bevor, und so genau wie hier schon gesagt wurde, unser Ministerpräsident seinen Wahlkreis hier hat, dann muss man ihm das nochmal aufs Brot schmieren. Ganz klar und eindeutig. Und wir sind nicht bei den Steuern, haben wir alle die gleichen Pflichten. Aber hier in der Peripherie, na, bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ein Statement aus seitens der DAG, dem, was gerade Herr Lehmann gesagt hat, können wir uns nur anschließen. Wir sind natürlich überaus enttäuscht über den Umgang unserer Vertreter dort im Ministerium in Potsdam. Darüber hinaus möchte ich mal aus der Sicht der DAG sprechen. Wir sind natürlich unmittelbar betroffen hier. Wir schlagen ungefähr auf unserem Betriebshof rund 60.000 bis 70.000 Tonnen Agrarprodukte bzw. Betriebsmittel um. Das ist natürlich eine Tonnage, die einmal in Kasekow reingeht und wieder rausgeht. Und ich muss einfach sagen, zum Ersten natürlich leidet unsere Technik darüber, aber viel stärker müssen wir mit dem Umstand leben, dass wir durchaus hin und wieder auch von unserer Kundschaft gesagt bekommen, dass wenn sie denn den gleichen Weg zum Wettbewerber haben, dann ersparen sie sich eigentlich die Durchfahrt durch Kasekow, weil ja letztendlich das auch mitunter ziemlich unerträglich ist. Und der Zorn hier auch der Bürger, die unmittelbar ja in dieser Umgebung wohnen, den möchte man ja auch nicht immer ausgesetzt sein. Also was ich damit sagen will ist, dass wir als DAG befürchten, dass wir einen gewissen Wettbewerbsnachteil erleiden müssen. Darüber hinaus muss ich natürlich sagen, wir haben ja mit sehr vielen Leuten Geschäftskontakt, die von weit her kommen. Und ich muss immer wieder sagen, mittlerweile müssen wir uns fast schon schämen, wenn Leute von weit her zu uns kommen, fahren durch Kasekow, dann sind die erstmal erschrocken. Die können sich gar nicht vorstellen, dass ja da hinter dieser Durchfahrt dann noch ein Betrieb sitzt, mit dem sie letztendlich geschäftlich in Beziehung stehen. Also von der Seite her muss man einfach sagen, es ist fast unerträglich. Mal ganz davon abgesehen, dass wir natürlich überhaupt nicht verstehen können und überhaupt kein Verständnis dafür haben, wie man letztendlich mit uns umgeht, dass wir als Gemeinde ja diesen Aufwand betreiben, die Voraussetzungen schaffen, uns den Zusagen oder den Zusagen des Ministers ja auch Glauben schenken und dann nachher in der Art und Weise getäuscht werden. Und das muss man ja mal sagen von einem Minister, der aus der gleichen Partei kommt. Und da sind wir natürlich zutiefst enttäuscht und haben dafür auch überhaupt kein Verständnis. Schon auf dem Gehweg.
und so. Ich habe meine Einfahrt gefragt, aber ich komme nicht hoch. Dolle Ding, ne? So, das ist nun mal die gefährlichste Stelle hier, wenn sich hier zwei LKWs bewegen. Das ist ja eindeutig zu sehen. Entweder fährt man mit dem Bürgersteig rüber oder die beiden LKWs fahren zusammen. Eins von denen. Haben sie gar keine andere Möglichkeit. Auf dem Bürgersteig.